Welcome to my channel, Ballmeister, Preisverkehr Schweiz, Schlösser und Ruinen, alles gibt es aus der Schweiz, World of Warcraft und Alter der Stille, Erdnüsse aus der Schweiz, Verschiedenes aus den Kantonen in der Schweiz. Die 10 höchsten Berge der Schweiz. Und dazu gehen wir jetzt ins Wallis. 2015 feierte der Kanton Wallis das 200-jährige Jubiläum. Es wurde der Beitritt zur Eidgenossenschaft gefeiert. Schön und gefährlich gleichermaßen. Das Wallis ist Naturgefahren vermehrt ausgeliefert, weshalb man alles ganz genau beobachten muss. Der Klimawandel beschleunigt solche Phänomene. Im Herbst 2016 wurden Risse im Gelände an der Seite des Aletschgletschers beobachtet. Auf Platz Nummer 10 steht der Alphubel. Er hat eine Höhe von 4206 Meter. Er gehört zu den leichteren 4000ern, die man besteigen kann, fordert aber Kondition und Ausdauer. Auf Platz Nummer 9 steht das Zinalrothorn. Es hat eine Höhe von 4221 Meter. Markant und charakteristisch der schiefe Gipfel des Zinalrothorns. Auf Platz Nummer 8 das Finster-Ahrhorn. Es hat eine Höhe von 4247 Metern. Er ist der höchste Berg der Berner Alpen, wobei der größte Teil auf Walliser Seite ist. Auf Platz Nummer 7 die Grand Combins mit einer Höhe von 4314 Metern. Die Grand Combins sind 3 Gipfel und können auch mit Skis bestiegen werden. Der niedrigste 4134 Meter. Auf Platz Nummer 6 der Dent Blanche. Er hat eine Höhe von 4357 Metern. Auf dem Gipfel steht ein Metallkreuz mit der Jahreszahl 1966. Leider konnte ich nicht herausfinden, was das bedeutet. Der Berg der Berge. Der meist fotografierte Berg der Welt. Man würde es aber nicht denken, er steht nur auf Platz Nummer 5. Mit einer Höhe von 4478 Metern. Das Matterhorn. Auf Platz Nummer 4. Das Weißhorn. Es hat eine Höhe von 4505 Meter. Es gilt als einer der wichtigsten 4000ern der Alpen. Auf Platz Nummer 3. Der Lieskamm. Mit einer Höhe von 4527 Meter. Der Berg hat den Beinamen Menschenfresser, weil früher auf den Wächten des Kamms immer wieder Seilschaften abstürzten.
Auf Platz Nummer 2 der 10 höchsten Berge der Schweiz, der Dom. Er hat eine Höhe von 4545 Metern. Der Dom liegt komplett auf Schweizer Boden. Auf Platz Nummer 1, die Dufourspitze. Mit 4634 Metern der höchste Berg. Allerdings ragt nur die Spitze in die Schweiz. Der Berg selbst liegt allerdings in Italien und der Schweiz. Vielen Dank fürs Trilogen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.